So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge hier im LS22. Wir sind wieder auf der Multimap mit dem Binky, dem Binky und dem Brain. Ja, die zwei Mäuse sind wieder unterwegs. Wir erobern hier und wir versuchen nach wie vor die Multimap zu erobern. Da ist ein großes Unterfangen, haben wir feststellen müssen. In unseren vielen Folgen inzwischen schon, die wir haben. Ich glaube, wir gehen schon auf die 120 bald zu. Unglaublich, aber wahr. Und, behaupten, ja. Aha, ja. Das müssen wir mal gucken, ja. Es ist viel Arbeit, was wir hier zu tun haben. Mhm. Und, das stimmt, ja. Sieht so geldtechnisch aus, 36. Ja, mal gucken, was sich da mal tut. Die drei Folgen hat sich jetzt nicht allzu viel getan. Mhm. Geldtechnisch, aber wir sind bei vielem dran. Die nächsten Ernten kommen. Ihr seht schon, Lohndienstleistung 40-30 abgeschlossen. Ja, es sind zwei Aufträge, die wir gerade machen und unsere Felder gedeihen vor sich hin. Ja. Ich hab gerade gesehen, ich habe einen kleinen Fehler. Bei was? Ich hab gerade meine Folgen angeschaut. Ich komme von 111 auf 113 und von 113 auf 112 und von 112 auf 114. Oh ja, ein bisschen Rechenfehler, hä? Anscheinend Legasthenie hat sich eingeschlichen. Ja, aber somit sind wir bei Folge 114, beziehungsweise jetzt dann bei Folge 117. Jetzt komm ich. Oder? Jetzt gucken. Also wie gesagt, ich bin bei Folge 114. War jetzt die letzte, was wir mehr aufgenommen haben. Video. Was haben wir? Pinky 114, 15, 16, ja, 117. Mhm. 117 Folgen, meine Lieben. Wann wird einer blockiert? Wer wird denn blockiert? Ah, wer wird blockiert? Ja, komm. Na. Na. Dö. Oh. Was macht er denn? Du musst nicht neu laden. So. Jetzt haben wir es wieder im Griff. Bleib doch stehen! Hat das mal kurz nicht im Griff hier. Dein Bild. Ist dein Bild nicht im Griff? Nee. Ist aber nicht gut. Was macht ihr denn da für Geschichten, die zwei? Abfahrer? Die zwei Abfahrer. Wo fährt denn der jetzt hin? Auf Feld 03 fährt der wieder zu. Du kannst mir da jetzt nicht auf Feld 3 zurückfahren. Du tust jetzt den da abladen, du Bärchen, du. Hin und wieder muss man schon händisch neu eingreifen. Ja. Wobei, sie sind schon wirklich gut geworden. Was die KI betrifft. Wanderst du schon wieder in den Baum? Nein. Das ist eine knappe Sache da am Baum. So, hier ist der Rand von der Map. Na, muss noch rauskriegen, richtig. So, wie viel hat denn der jetzt? Mario hat das, ich will aber den. Ah, der ist jetzt voll, okay. Können wir den wieder abschicken. So. Der ist auch fertig. Dann wanderst du jetzt auch zurück auf den Technikhof am Waschplatz. Sind unsere Felder jetzt soweit durch, ne? Mhm. Der eigenen. Mit dem sind wir fertig. Achso, das Gras, sammeln wir das hinten schon ein? Das machen wir natürlich schon. Ja, ist schon erledigt. Perfekt. Schon lange. Perfekt. Da ist er mittlerweile schon bei der Bauern jetzt. Aber das ins Lager dann reinkippt, oder? Ich habe jetzt gesagt, einmal ins Futterlager, ja. 1, 2,
dritte Reihe und eine Umrandung hat er schon fertig. Also. Er ist jetzt in der vierten Reihe. Ja, wie gesagt, ich schieße das schnell durch. Die wilde Fahrt, die wilde Fahrt. Jo, jo, so ist es, gut. Schon wieder her, junger Bursch, jetzt hör aber auf. Ja, so ist das Leben. Mhm. Boah, schauen wir mal, wie weit ist denn der andere Kollege hier? AD, ist das der? Na, das ist der. Na, der Fast Truck, der ist ja noch nicht einmal bei der. Ja, die Hälfte oder circa. Ah, fährst du schon wieder mit dem Stroh? Mhm. Perfekt. Da unten, das passt. So, jetzt schauen wir mal. Sonnenblumen haben wir jetzt 24%. Der Ford, der Fast Truck, wo ist denn der Drescher entladen? Der ist aber komplett voll. Da war der Drescher dann 71%. Das passt. Ah. Laden und liefern, der ist mit Gras voll. Das passt. Naja, rennt ja dahin, sag ich wieder. Fast schon, wir sind ja schon fast Profis. Bitte? Das lübt. Sachen, die eben laden. Nee, hast du auch immer so Aussetzer. Warum? Bei was? Ich hab bei dir immer Aussetzer, jetzt, wenn du redest. Echt? Ja, jetzt geht's wieder. Okay. Nee, ich hab keine Aussetzer. Mal schauen, entweder ist es mein Mikrofon oder meine Internetverbindung. Hoffe ich nicht, dass das ist wie sonst. Weil die krantig. Jetzt habe ich ja mittlerweile 300 MB. Ich weiß es nicht, also ich höre dich klar, ich merke es jetzt auch nicht. Aber gut, hatte ich ja schon mal das Problem irgendwie. Ja, es kann aber auch bei mir liegen, weiß ich nicht, ob mein. Oh. Mal gucken. Wo, oh, jo. So, jetzt bin ich dann gleich voll. Lieber Fast Truck. Mache ein bisschen hin. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir da? Feld 40 Details. Fehlt noch das. Abgeliefert haben wir schon 67.600. Ja, aber dann würde ich fast sagen, dass ich nur einen zweiten, weil wir haben ja nur einen freien. Tracker jetzt herumstehen, ne? Ja, die Garage habe ich noch reingestellt. Dann werde ich mit dem dann, weil Feld 3 muss zu Fruchthandel Ost. Wie weit ist das entfernt? Fruchthandel Ost, naja, das geht. Das geht. Also ich würde mal sagen, Feld 3 verfolgt uns wieder einige Zeit. Ja, vermutlich schon, aber machen wir ja nicht selber. Nee. So, Fast Truck ist immer nicht leer. Jetzt kipp heute halt einmal ab, Kollege. Ja, der schnellste ist, es nicht, ist er nicht. Wenn hier die Kreuzung immer so reinfährt, das ist schon sehr langsam, sehr gediegen. Der Fast Truck? Ja, obwohl er eigentlich gut motorisiert ist. Eigentlich das genau sein Ding wäre eigentlich, ne? Das ja. Kann man meinen. So, was machst du jetzt? Passt jetzt da hin. Ja, jetzt musst du aber beeilen, Herr Kollege. Na komm, übernehme ich mal schnell. Schulden haben wir auch noch. Was? Wirklich? 225.000 haben wir noch. Uiu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 i
Haben wir da irgendwo viel geplant, ha? Ernteeinnahmen. Da war es nur noch 200.000. Jetzt ist ein bisschen was zurückgezahlt. Stimmt, von 20. Das wird gar nicht angezeigt. Schnell sein, komm. Gib mir. Fahr schnell wieder ein. Jawohl, es geht sich aus. Das ist witzig. Genau zum Baum zu. Habe ich gebremst, da das Rohr wieder eingefahren, damit er nicht hängen bleibt am Baum. Und das ist wirklich haarscharf ausgegangen. Ja, manchmal klappt's. Und manchmal bleibt man hängen. Ja, der Drescher wäre sonst hängen geblieben. Ja. Wäre nicht so cool gewesen. Ist das unsere? Glaub schon, gell? Was? Ist unser Drescher, oder? Kein Leitdrescher. Und den, der bei uns auf Feld 40 steht, das ist unserer. Ja. Der andere ist. Geliehen. Geliehen, das ist den Glas, den ich da gerade. Und nachdem der jetzt dann voll ist, kann man das jetzt ganz leicht und sagen, darfst du gleich mal abfahren. Na, du fährst ab, Herr Kollege. Da haben wir den. Schau, wir hätten sogar drei Traktoren mittlerweile frei. Unglaublich, ja? War auch selten, dass wir Traktoren frei haben. Feld 40 West zu, was haben wir gesagt, Verkauf, Fruchthandel, Nordwest. Oh, jetzt ist die Frage, da ist noch ein Anhänger. So, dann ab geht die wilde Fahrt mit ihm. Und jetzt schauen wir, dass wir den anderen auch noch gleich fertig kriegen. Weil dann hätten wir drei, mit denen wir abfahren können, dann passt das ja noch besser. Weil sonst haben wir ja jetzt nichts zum da, oder? Ausnahmsweise mal, wie gesagt, nicht. Ne? Selten, dass man mal. Eine Durststrecke kann man ja nicht sagen, wenn man die Aufträge noch, aber. Ja, erstens haben wir die Aufträge noch und zweitens haben wir ja gut eigentlich und. Ich glaube, wenn wir jetzt dann die Nacht verbringen, dann sieht es wahrscheinlich in unseren Feldern schon wieder so aus, dass wir bald wieder anfangen können mit Ernten. Aber ja, August ist lange munter, ist lange hell. Ja. No. August ist lange munter. August ist lange munter, genau. Guten Morgen, liebe deutsche Sprache. Ja. Sie befinden sich heute auf Pause. So. Na? Jetzt auch Drescher auf Feld 40 West zu Verkauf Nordwest. Ab geht die wilde Fahrt mit dir. So, der schaut auch gut aus. Passt. Muss ich sagen, wir sind ja gut drauf eigentlich. Gut und flink. Ich würde mal sagen, dass wir unser, wenn wir alle Aufträge fertig haben, eigentlich unsere Schulden auch fertig haben sollten.
durchhaben, glaube ich auch. Ja. Dann müssen wir langsam rangehen, die restlichen zwei Sachen zu besorgen. Brauchen wir auch nochmal rund 800. Ja. Man. Na, jetzt einmal so schau. Ist 800 echt so viel noch? Ah, Drescher und ein Trecker. Hm. Vielleicht gibt es ja gerade ein Angebot. Nee. Nee. Nichts passendes. Ein Fendt Vario MT mit Kettenantrieb. Ich meine, wenn wir Feld 3 fertig haben, Feld 3 sind einmal 111.000. Feld 40 sind 60.000. Und Feld Nummer 1 sind 41.000. Ja, dann haben wir unsere Schulden mit 200.000. Dann sind wir bei 210.000 circa, ja. Das heißt, die drei Sachen, genau. Und dann haben wir halt noch, wenn ich mir das so anschaue, ich meine, Feld 1 haben wir ja, Feld 2 wäre noch eine Idee. Was machen wir? Was haben wir auf Feld 2? Feld 2 wäre Gerste. Ich denke, die wir noch mitnehmen können. Sobald unsere Felder da mal reif sind, dann. Wenn wir da zur Ernte gehen, ich glaube, dann sieht es ganz gut. Ja, aber das Problem ist, unsere Felder wären jetzt demnächst nicht reif. Na, wir haben alles gerade erst angesehen. Feld 24 könnte mal 24, 16, 17, 15. Ja, so würde ich ja die Reihenfolge sehen. Ja, ist noch da ist gerade abgeerntet. Nicht so richtig. Aber Feld 9, Feld 9 ist bei mir abge. Achso, ja, wenn man das stimmt, ja. Na, weil. Wäre fast die Überlegung, ob man Feld 2 dann gleich mitmacht. Feld 1 und 2, weil wenn wir jetzt das Feld da fertig haben und da fällt nicht mehr viel. Wo bin ich denn? Ein wenig verschaut. Den Auftrag meinst du, oder was? Feld ja. 2. Was ist da drauf? Gerste. Gerste. Ja, wenn es schon einen Auftrag gibt. Ist sie das ausgegangen? Nein, es ist sie nicht ausgegangen. Ja. Jetzt habe ich jetzt viel geschaut. Es ist ja weitergefahren einfach. Ja, so ein Dinger. Ist jetzt gefahren und gefahren und gefahren aufs andere Feld und ist eigentlich voll. Ich hab voll davon gedüst. Da hatte ich ein kleines Problemchen. So. Oh, hast du schon wieder Ernte abgegeben, fleißig. Ah jo, Stroh weg. Da haben wir 6.500 geschwind. Da 10 mal Fersch. Da schauen wir 65.000 eingenommen. Einfach so. Ein bisschen Arbeit. Hallo, ich sehe nichts mehr. Oh. Was ist hier los? Hier fliegt ein Anhänger. Wo fliegt er denn hin? Ich weiß es nicht. Der Fasttrack hat fliegen gelernt. Oha. Wir finden auch nicht mehr. Oh nee. Fast Truck ist weg. Ehrlich jetzt. Sitzt du im Fast Truck? Mhm. Den gibt's gerade nicht mehr. Der fliegt gerade irgendwo. Der fliegt. Ja, vielleicht kommt er wieder runter, wenn wir wieder neu gestartet haben. Komische Geschichte. Da bin ich aber gespannt. Ja. Kommst,
Kommst du in den Fast Truck? Ah, ich hab ihn gefunden. Hast du? Ja. Schau mal bei FL 35 schräg nach unten. Hast du's? Moment. Gerade wo 35. Ach, da unten ist 35. Links unten. Ja. Und jetzt? Siehst du? Nein. Ich bin jetzt am Abholfeld 35, oder so? Na, schau auf die Karte. Auf die Karte gucken. Ach ja. Je. Okay, und zurücksetzen, hä? Ja, aber der ist leer, ja. Jetzt probier's mal, ob du noch zurücksetzen kannst. Ich bin an der Admin. So ein Ding. Ah, habt ihr mal gesehen, was hingehört? Nee, kann ich nicht zurücksetzen. Und kannst du ihn zurücksetzen? Mhm. Gucken. Unsere Fahrzeuge. Karte einzeigen, ja, das wissen wir schon. Wie kann ich den zurücksetzen? Mal, wenn du drin sitzt, ne? Kannst du dich reinsetzen? Nee, wie kann ich ihn zurücksetzen? Normalerweise auf der Karte, ne? Mhm. Ich den Einklick. Aber ich. Kann man nicht. Ne, den kann man nicht zurücksetzen. Das ist ausgedingst. Ja, super. Jetzt gucken wir mal, wenn der nächste Mal auch noch weg ist, dann muss man halt ersetzen. Mhm. So was. Ja, ich das mal was Neues, ne? Aber liebe Leute, mit diesem wunderschönen Flug ins Nichts werden wir uns verabschieden. So sieht's aus für heute. Genau. Genau, liebe Leute von heute und auch von morgen. Wir sagen tschüss, danke. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, mach's gut. Genau, und nicht vergessen, freitags Familie Raffzahn und Montag derweil einmal noch Survival Monday. Yes. Zumindest schaut's vorbei beim Schamble. Bleibt bei mir. Geht's hin, was wollt. Oder schaut's rein. Wir freuen uns auf euch, egal wo. Genau. Hauptsache ihr seid dabei. In diesem Sinne. So macht's gut. Dann. Ciao, ciao. Ciao, Leute.